So, im letzten Video hatten wir ausgerechnet, was die Impfdurchbrüche für die Leute über 60 bedeuten, für die Impfung. Jetzt wollen wir noch mal überlegen, was ist eigentlich mit den Leuten von 19 bis, von 18, glaube ich, ist es, von 18 bis 59. Ja? Also, wie ist da, wie gut funktioniert da die Impfung? Also, wieder gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man lässt sich impfen oder man lässt sich nicht impfen. Danach ungeimpft. Und die Geimpften, gibt es zwei Möglichkeiten, entweder man kommt auf die Intensivstation oder nicht. Und genauso ist es bei den Ungeimpften, gibt es zwei Möglichkeiten, Intensivstation oder man kommt nicht auf die Intensivstation. Ja, also. So, jetzt die Daten, die wollen wir hier mal eintragen, was man weiß. Also die Daten sind vom 4.11.2021 vom RKI. Und was sagt uns das RKI für diese Altersgruppe? Das RKI sagt, dass auf der Intensivstation in diesen vier, also in den letzten 4 Wochen, ja, 4 Wochen, Kalenderwoche 40 bis 43, sind auf die Intensivstation eingeliefert Geimpfte 53. Und Ungeimpfte oder insgesamt sind eingeliefert worden 425. Das bedeutet, Ungeimpfte waren 372. Okay, so, das wissen wir erstmal. Dann kann man auch beim RKI nachlesen, was die Impfquote ist, also wie viele Leute haben sich geimpft. Und von dieser Altersgruppe sind das weniger als von den über 60-Jährigen, nämlich 72% haben sich geimpft und 28 sind noch nicht. Okay, so, um jetzt die Zahlen interpretieren zu können, müssen wir erstmal wissen, wie viele Leute in der Altersgruppe gibt es überhaupt. Kann man wieder nachsehen in der Bevölkerungsstatistik, also das sind 45.700.000. Und davon 72% sind 33 Millionen. Und 28% davon sind 12,8 Millionen. So, jetzt müssen wir also ausrechnen, wie viel von diesen hier, also 53 wurden eingeliefert von 33 Millionen. Ich möchte das jetzt auf 1 Million rechnen, also muss ich diese Zahl durch 33 rechnen und da kommt ungefähr, ja, ich runde mal 2 auf 1 Million raus. Ja, eigentlich ein bisschen weniger. Wenn 60 wären oder 66 wären, dann würde ein 2 rauskommen, ist vielleicht 1,6 oder so. Ja, aber nur, damit die Zahl ein bisschen schöner ist. So. Und hier, was ist mit den Leuten, die ungeimpft waren? Da sind 372 und die muss ich teilen durch 12,8. Und wenn man das macht, bekomme ich raus 29 auf 1 Million. Also auch hier ist es so, dass die Leute, die nicht geimpft sind, mit einer 10-mal höheren Wahrscheinlichkeit in die Intensivstation kommen, als die Leute geimpft sind. Ja, von 1 Million Ungeimpften kommen 29 auf die Intensivstation innerhalb von 4 Wochen. Und von 1 Million Geimpften kommen bloß 2 hin. Also, Impfung funktioniert super.